In den 90er Jahren hat man den Einwand, schicken Sie mal Unterlagen, folgendermaßen behandelt. Herr Kunde, ich suche keine Brieffreundschaft, daher sagen Sie mir, wann kann ich die nächsten Tage vorbeikommen, dann schauen wir uns das einmal persönlich an. Ziemlich hart, oder? In den 2000er Jahren hat man das Ganze dann so ein bisschen verändert. Man hat so ein bisschen den Druck rausgenommen und den Einwand, schicken Sie mal Unterlagen, hat man da behandelt mit, Herr Kunde, die Unterlagen, die wir verschicken, sind 1,80 Meter groß, haben blaue Augen, ein strahlendes Lächeln auf den Lippen und garantiert auf jede Ihrer Fragen eine Antwort. Daher meine Frage, wann möchten Sie die Unterlagen gerne mal persönlich kennenlernen? Das sollte dann ein bisschen witzig sein, hat dann auch einige Zeit wirklich gut funktioniert. Um 2010 herum, vielleicht ein bisschen früher, ein bisschen später, hat man dann gemerkt, irgendwie diese Technik hat sich auch wieder abgenutzt und ist dazu übergegangen, dass man den Kunden jetzt über Fragen öffnen wollte, also eine klassische Mini-Bedarfsermittlung macht, um den Einwand zu behandeln. Hat auch lange Zeit gut funktioniert, das heißt, der Einwand, schicken Sie mal Unterlagen, wurde folgendermaßen behandelt. Herr Kunde, mache ich gerne. Sagen Sie mir kurz, was muss in den Unterlagen stehen, was müssen Sie sehen, damit es für Sie dann hinterher auch interessant ist, mit mir einen Termin zu vereinbaren. Ganz schlau, man holt sich vom Kunden quasi den Grund für den Termin ab oder quasi die Motive, die er aus seiner Sicht halt dafür sieht, dass wir einen Termin vereinbaren, holt man ab und dann kann man eben so ein bisschen maßgeschneidert die Unterlagen, die richtigen Unterlagen rausschicken, um ihm genau das Passende zu übersenden, damit er hinterher dann auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einem Termin zustimmt. Auch das ist eine Technik, die sich mittlerweile ein bisschen abgenutzt hat. Und du siehst irgendwo alles in so ungefähr 10 Jahreszyklen, verändert sich einiges und dann nutzt sich auch einiges irgendwann immer mal wieder ab. Das heißt, heute sind wir an einem Zeitpunkt oder an einem Punkt angelangt, wo wir gerade in hart umkämpften Märkten ein bisschen fortschrittlicher unterwegs sein müssen. In vielen Verkaufsseminaren, in vielen Trainings, an vielen Orten wird immer noch das gelehrt, was man vielleicht in den 2000ern oder ab den 2010er Jahren gemacht hat und es funktioniert auch immer noch irgendwo semi-gut. Aber viele, die diese Dinge dann wirklich in der Praxis umsetzen, merken, dass die Kunden mittlerweile anders reagieren, ja, dass es nicht mehr so leicht ist und dass man heute wieder neue Dinge tun muss, um in der heutigen Zeit eben entsprechend den Kunden zu überzeugen. Das heißt, man muss heute noch mehr auf den Kunden eingehen und muss noch mehr eben dafür sorgen, dass der Kunde, dadurch, dass man ihm quasi ein unwiderstehliches Angebot macht, dann überzeugt ist zu sagen, ja, wir machen das doch oder beziehungsweise ja, ich bin jetzt bereit, den Termin zu vereinbaren. Was man zum Beispiel in der heutigen Zeit machen kann, es gibt verschiedene Versionen. Im Training lehre ich alle. Hier mal nur ein kurzes Beispiel, was man tun kann, ist so eine kleine Weiterentwicklung von dem, was man vielleicht im letzten Jahrzehnt noch gemacht hat, dass man sagt, okay, Herr Kunde, dann geht es Ihnen also darum, dass Sie auch wirklich schwarz auf weiß erkennen können in den Unterlagen, dass der Termin mit mir keine Zeitverschwendung ist, sondern dass es sich für Sie auch wirklich lohnt, richtig? Folgender Vorschlag, ich schicke Ihnen gleich einmal parallel die Unterlagen raus. Wir vereinbaren jetzt schon mal einen Bleistifttermin, der natürlich nur unter der Voraussetzung stattfindet, dass die Unterlagen auch wirklich zusagen. Und ich setze nochmal einen drauf, Herr Kunde, wenn Sie nicht nach 5 Minuten im Gespräch mit mir wirklich sehen und merken, dass es da absolut in die richtige Richtung geht, brechen wir gerne sofort ab. Ich will weder Ihre noch meine Zeit verschwenden. Klingt das fair? Also wir machen ein sehr faires Angebot und fragen dann, ob das fair klingt. Ja, ist vielleicht ein bisschen unfair, das so zu machen, weil der Kunde kaum eine Chance hat, Nein zu sagen. Und das ist etwas, wie man zum Beispiel, oder ein Weg, wie man zum Beispiel auch in der heutigen Zeit dann eben diesen Einwand vielleicht ein bisschen besser behandeln kann. So, was du verstehen musst, ist aber Folgendes. Also Wordings gibt es immer wieder, die für eine bestimmte Zeit gut funktionieren. Die kann man dann für eine gewisse Zeit anwenden und das ist toll und das ist super und diese Welle kann man mitreiten. Und irgendwann, jedes Wording, jede Technik hat ein Haltbarkeitsdatum, funktioniert es dann halt irgendwann nicht mehr und jetzt brauchen wir irgendwie was Neues. Damit du aber für alle Zeit gewappnet bist und wirklich verstehst, wie Vertrieb funktioniert und nicht nur von einzelnen Sprüchen abhängig bist, musst du eigentlich mal lernen, ja, sofern das dein Ziel ist, Vertrieb mal wirklich zu verstehen und es nachhaltig auch erfolgreich anwenden zu können, einen Wettbewerbsvorteil zu haben, musst du verstehen, wie die Verkaufspsychologie funktioniert. Weil nur wenn du die Psychologie dahinter verstehst, also verstehst, wie man psychologisch ein Gespräch eröffnet, wie man psychologisch ein Gespräch führt, psychologisch das schafft, wirkungsvoll Interesse zu wecken beim Gegenüber, wie man es hinkriegt, dass der einem auch gerne durchs Gespräch folgt, dass man ein Gespräch auf Augenhöhe führt und so weiter und so fort. All diese wichtigen Dinge, die aus psychologischer Sicht wichtig sind, damit jemand auch bereit ist, mit dir ein Gespräch zu führen und eben auch mit dir dein Gesprächsziel zu erreichen. Also egal, ob das jetzt eine Terminvereinbarung in der Telefonakquise ist oder ob du erfolgreich einen Verkaufsabschluss machen willst. Da gehört so ein bisschen was dazu, so ein bisschen was, was du verstehen musst. Und das ist leider etwas, was
kaum beigebracht wird, was aber eigentlich mal wichtig wäre. Du lernst immer nur Sprüche. Warum? Naja, weil man dir dann alle paar Jahre nochmal ein neues Verkaufstraining verkaufen kann, weil dann die Sprüche irgendwann nicht mehr funktionieren und dann kriegst du nochmal ein neues Verkaufstraining, wo du dann wieder neue Sprüche kriegst. Wenn du aber einmal verstehst, wie man diese Sprüche kreiert, ja, weil du die Psychologie dahinter verstanden hast, dann wirst du für alle Zeit erfolgreich verkaufen können. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir bei uns in den Trainings machen. Ja, bei uns gibt es natürlich Leitfäden, Strukturen, auch Wordings, die eben individuell angepasst sind auf deine Situation, auf dein Angebot, auf dich als Person und auf deine Zielgruppe. Du lernst aber auch zu verstehen, wie diese Strukturen aufgebaut sind, wie diese Wordings kreiert werden, dass du selber dazu in der Lage bist, diese Wordings, diese Strukturen eben entsprechend zu erschaffen und auch anzupassen auf die jeweilige Zeit und dass, wenn irgendwas mal nicht funktioniert, dass du selber dazu in der Lage bist, das Ganze wieder zu reparieren, damit es wieder funktioniert und du deinem Wettbewerb eben eine Nasenlänge voraus bist, und zwar immer. Ja, und wenn dich das interessiert, wenn dich generell ein Verkaufstraining interessiert und du sagst, hey, ich will es eigentlich mal lernen, egal ob jetzt Telefonakquise, ob das jetzt darum geht, den Abschluss zu machen im Verkaufsgespräch, Einwandbehandlung, all diese ganzen Themen, der Verkaufsprozess von A bis Z, wenn du da sagst, das läuft noch nicht so, wie ich mir das eigentlich wünsche, das läuft noch nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstelle, ich will das mal wirklich nachhaltig lösen, ich habe hier immer wieder das eine oder das andere Problem, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dich unter diesem Video einzutragen über den Link, und zwar für eine kostenlose Beratung. Und dann schauen wir uns einfach mal an, wo stehst du jetzt gerade, was sind deine Herausforderungen, was sind deine vertrieblichen Ziele, wo willst du hin und wie sieht der Weg dahin aus, was ist die Lösung? Das schauen wir uns einmal gemeinsam an. Kostenlose, unverbindliche Beratung, ja, und wenn du dann hinterher das Gefühl hast, du möchtest diesen Weg gerne mit mir gemeinsam umsetzen, umso besser, ja, wenn nicht, dann eben nicht, auch völlig in Ordnung. Das heißt, trag dich ein, zu verlieren gibt es überhaupt gar nichts, zu gewinnen aber eine ganze Menge. Ja, also wenn du Lust drauf hast und wenn du wirklich mal was verändern willst, wenn du nachhaltig Erfolge haben möchtest, wenn du lernen willst, wie du planbar neue Kunden gewinnst, ja, wie du das Ganze skalieren kannst, dann trag dich auf jeden Fall ein, würde mich auf jeden Fall freuen. Und insgesamt, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch mal dein Feedback in die Kommentare, gib dem Video einen Daumen hoch, ja, abonnieren nicht vergessen, ganz, ganz wichtig, Support ist kein Mord, freue ich mich sehr drüber und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, entweder persönlich am Telefon, bei uns im Training, oder in einem der nächsten Videos hier auf YouTube. Freue mich bis dahin. Ganz liebe Grüße, dein Julian.